Willkommen zu unserer FNs 24 Audi-Karriere. Wir sind heute in Spa geschaut. Was soll ich euch sagen? Ich hoffe natürlich, das Rennen läuft wesentlich besser als jenes von gestern. Falls ihr das verpasst habt, guckt gerne oben rechts vorbei. Es war Ungarn, vielleicht war es auch vorgestern, sorry. Also da möchte ich mich nicht drauf festlegen, aber es war auf jeden Fall sehr ernüchternd. Hoffentlich geht es heute ein bisschen besser zur Sache. In der längsten Strecke, ja, des Formel-1-Kalenders, 7.004 Meter, zwei DRS-Zonen und ja, eine Strecke, die es vermutlich nur einmalig auf dieser wunderbaren Erde gibt, weil ja, Spa halt wirklich der Tempel ist, der Palast, das vermutlich ja wohl schönste, aber auch natürlich gefährlichste, was es im Rennsport so gibt. Jetzt geht's los in meinem finalen Qualifying-Run. Wir haben noch knapp eine Minute auf der Uhr draufstehen. Erste Kurve, Lasur ist gut rausgekommen. Ein paar Tausendstel haben wir aber trotzdem liegen lassen. Rouge-Rauf heißt natürlich jetzt mal vollen Mut zusammennehmen. Wurde schon abermals entschärft, aber natürlich auch traurigerweise der Tod von Antoine Hubert, aber auch natürlich David Fantoff und viele, viele, viele mehr natürlich. Also das sind nur die Spitze des Eisbergs. Jetzt geht es hier mal Richtung späte Bremszone, Purple vs. Sektor, das wusste ich ehrlich gesagt oder dachte ich ehrlich gesagt nicht, aber mein Audi ist tatsächlich eine Pace-Maschine, weil wir eben nie in Aerodynamik upgraden dürfen, weil das immer irgendwie, keine Ahnung, überlastet ist, also obwohl ich da auch schon das ein oder andere Mal mit Geld so ein bisschen Erweiterung gekauft habe, ist das wirklich ganz, ganz schwierig. 7/10 hier ganz spät raus mit dem rechten Vorderreifen, glücklicherweise nicht ins Gras, hier runter die Doppel-Links, Full-Speed, die erste. Einmal lupfen, bei der zweiten erfahrungsgemäß ist das besser tatsächlich. Und jetzt geht es hier in diesen Endsektor rein. Rechts, links, dann einmal kurz ja, ziehen lassen, dann noch einmal rechts. Hier zu spät eingelenkt, glücklicherweise nicht ins Kiesbett gekommen. Und dann hier das zweite Mal rechts. Wir sind mit 9/10 im Delta und das könnte ich eine megamäßige, bombastische Banger-Runde werden. Jetzt geht es hier in Blanchiment rein, alles neu hier in FNs 24, die ganze Strecke ausgenutzt und wir sind hier über dem Sekundenfenster, 1,1 Sekunden, letzte Schikane, Bastop, ein bisschen verbremst würde ich fast sagen, da liegen noch 1/2 Zehntel, aber trotzdem haben wir hier knapp eine Sekunde gefunden, mal gucken wo wir starten werden. Achterbahn. Nach einem sensationellen Qualifying ist es nun Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Lando Norris startet von der Pole Position und Oscar Piastri macht die erste Reihe komplett. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Russell, Perez, Hamilton, der Professor, Ocon, Verstappen, Fernando Alonso, Albon, Stroll, Leclerc, Sainz, Bottas, Hülkenberg, Sargent, Magnussen, Joe, Ricardo, ein Wagen des neuen Teams, Gasly und Yuki Tsunoda. Gleich werden die fünf roten Lichter erlöschen und wir sind gespannt, wer heute triumphieren wird. Das war mal eine mega Qualifying-Sache, würde ich mal sagen. Es ist Regen angesagt für das Rennen. Das könnte das Ganze noch einmal ein bisschen spannender machen. Aber ich hoffe natürlich, dass es nicht allzu lange regnen wird. Es ist doch P6 geworden und das ist eine meiner besten Startplatzierungen in dieser bis jetzigen Karriere. Ich hoffe, ihr habt auch mitgefiebert. Ein Fünftel vor Schluss wird es dann ja, zu regnen beginnen. Wie stark ist natürlich nicht bekannt. Aber jetzt geht es ja mal los mit dem roten Reifen. Lights out and let's go, Leute. Unsere FNs24-Karriere startet hier oder geht ja weiter in Spa-Francorchamps. Hier Lasur es nur nicht verbremsen, da setzen wir uns neben dem Mercedes, geht schnell leicht an die Mauer dran, aber das kann gerade noch so funktionieren, naja gut, mal ein bisschen Windschatten von Perez mitnehmen, weil das konnte jetzt ziemlich knapp werden, denn wir gehen hier rauf, aber jetzt gucken wir uns mal kurz die Start-Replay an, da sehen wir auf jeden Fall mal, dass der Zweite, dass der Red Bull hinter dem Führer, also hinter dem Polenmann, ganz weit rechts steht, das war Perez, glaube ich ist das. Hier sehen wir dann uns in der Nahaufnahme, ja, ich hätte dich gerne ein bisschen anders gesehen, ja, da titsche ich an die Mauer und ich glaube auch dadurch konnte ich nicht den maximalen Schwung aus Turn 1 mit rausnehmen, den es hier gebraucht hätte, aber auch der Mercedes an sich ist ja ziemlich stark. Wir gehen hier mal Rouge und Radillon rauf im Windschatten von Checo Perez und guckt euch mal unsere Pace-Maschine an, 335, 36, wir sind hier bei 337 und da gehen sie zu dritt nebeneinander rein. Kann ich mich hier irgendwie neben Perez setzen? Sergio Perez! Nein, das funktioniert nicht, Leute.
Wir müssen mal zurückstecken. Aber es wäre der fünfte Platz, Leute. Das wäre einfach nur crazy. Jetzt hier runter, da war ich ein bisschen im Kiesbett. Dadurch hatte auch Verstappen so, so eine minimale Chance, hier vorbeizugehen. Hier jetzt an die Linkskurve ran. Max Verstappen, der macht ordentlich Druck. Ich bin hier im Red Bull Sandwich drinnen. Wir sind immer noch in der ersten Runde, aber es sind auch nur 15 Runden zu gehen. Das bedeutet natürlich minimale Rundenanzahl, aber dadurch wird das Ganze auch wesentlich schwieriger, was Überholmöglichkeiten anbelangt. Aber natürlich auch in dem Fall wird es nicht so einfach werden, um für Max Verstappen und Lewis Hamilton da leicht an mir vorbeizugehen. Da komme ich mit dem linken Vorderreifen ins Kiesbett, ähnlich wie Lando Norris und Piastri im Qualifying. Und das, ja, schlägt natürlich jetzt mal einerseits die Tür zu Perez zu und macht die Tür dann doch für Max Verstappen auf hier. Der kommt nah dran, aber im Blanchiment, da kann ich mit meinen restlichen IAS-Reserven hier ordentlich wieder andrücken. Und wir kommen wieder näher an diese Kampfgruppe dran. Und wir dürfen nicht vergessen, das ist Platz 1 bis 4. Also ich bin nicht abgeschlagen irgendwo. Das jetzige Rennen bis zu diesem Moment läuft tatsächlich wie am Schnürchen. Hier in Turn 1 probiere ich mich so ein bisschen später rein zu bremsen. Sergio Perez, ja, das sollte ich mir echt abgewöhnen, so dumm auf die Curbs drauf zu fahren. Denn die sind hier tatsächlich in Spa ganz, ganz schwierig tatsächlich. Jetzt hier Rouge rauf, dann Radillon voll drüber über den Curb. Und wir ziehen uns hier langsam, aber sicher an Sergio Perez dran. Guckt euch mal unten die Kamera an. 347, Leute, fast 50, 349 km/h. Das ist tatsächlich hier mein persönlicher Rekord mit Audi auf jeden Fall, weil das ist unfassbar crazy. Ich will aber gar nicht wissen, wie schnell wir dann tatsächlich in den, ja, in den darauf folgenden Seasons sind, falls ihr natürlich Bock habt drauf. Falls ihr es auch wollt, abonniert gern kostenlos den Channel und lasst gern Däumchen oben da. Wir saugen uns hier dran, aber leider gab es da nicht mehr in der Wiederholung. Apropos dran saugen, Perez versucht es hier dennoch. In der dritten Runde geht er hier wieder vorbei, ich probiere aber später zu bremsen, vertue mich hier, da wischt die Kurven nicht richtig. Und ja, da müssen wir Perez mal kurzzeitig ziehen lassen, sonst wäre das ein bisschen ein unfaires Wohlmanöver gewesen. Ich wollte so sneaky machen wie Max damals, ihr könnt euch da erinnern, das Cheddar, glaube ich, war das auch teilweise. Aber das hat natürlich nicht ganz funktioniert, er war zwar kurz vorbei, aber ich konnte da nicht direkt wieder so dran pressern und dadurch... Ja, verlieren wir hier jetzt ein paar wichtige Meter auf den Mexikaner, was uns natürlich am Ende hier tatsächlich auch viel, viel Zeit kosten könnte. Wir gehen jetzt hier in die vierte Runde rein und ja, Perez ist jetzt vorerst mal so ein bisschen abgeschlagen, aber glücklicherweise hat auch er kein DRS, was bedeutet, er wird uns jetzt nicht auf den Geraden davonfahren, aber er ist natürlich deutlich schneller in der einen oder anderen Kurve. Wir gehen hier im Busstop rein, sind hier tatsächlich nur ein paar Tausendstel davon entfernt, ja. Der Querstier hat natürlich jetzt ein, zwei Zehntel gekostet, aber waren nur ein paar Tausendstel davon entfernt, auch das DRS gegen Perez hier einzukassieren. Der wiederum arbeitet sich aber schon langsam wieder an diese Spitzengruppe dran, was für uns natürlich auch Vorteile haben kann, denn dadurch wird er jetzt nicht unbedingt schnell vorbeikommen. Jetzt heißt es nur mal kurz in den Rückspiegel blicken, weil Max Verstappen, der ist mit zwei Zehntel hinter uns. Wir schneiden hier mal Rouge, das war kein Karten, Leute. Jetzt geht es hier auf die lange Geraden, wir bekommen minimalen Windschatten und sind schneller als Perez. Das ist tatsächlich mal ein What the fuck Moment. Also dass der Audi hier, wir sind ein unterirdisches Team, also wir sind ein Neuanfänger und sind einfach schneller als der Red Bull. Ich habe aber auch nicht übertrieben viel abgegradet. Hier sehen wir das Ganze nochmal. Ja, ich hatte hier den komplett falschen Winkel drinnen und ja, musste hier Perez dann wieder ziehen lassen, weil das dann doch... sehr asozial gewesen. Wir sind in der sechsten Runde und eins ist auf jeden Fall zu sehen, auch ohne DRS kann ich Verstappen gerade in den DRS-Bereichen abschütteln. Das haben wir auch schon in der richtigen Formel 1 gesehen, dass die Red Bull dann tatsächlich eher auch schon wie auf gut Österreich gesagt Nockerbatzeln tatsächlich, weil die auf der Geraden gar nicht so schnell sind, wie ich das immer dachte. Leute, wir swipen hier Ende der sechsten Runde nach vorne und wir gehen an die Box. Ich entscheide mich tatsächlich, ich meine, es sind ja auch nur noch 9 Runden zu gehen. Das bedeutet, der gelbe Reifen sollte jetzt locker durchhalten und ich erhoffe mir dadurch natürlich auch so einen mittelmäßigen Undercut gegen Sergio Perez, auch wenn das ziemlich, ja, ein ambitioniertes Ziel ist, würde ich mal fast sagen. Dazu braucht es natürlich jetzt mal einen optimalen Boxenstopp, Leute. Come on, Ungarn lassen wir uns mal vergessen und... ja, ist okay. 2,4 Sekunden, das ist auf jeden Fall
ordentlich. Sehr, sehr tolle Leistung. Hier geht es also aus der Boxengasse hier raus mit einem leichten Rutscher. Und wir kommen auf den letzten Platz hinter dem Teamkollegen Chano Obmir raus, der tatsächlich hier jetzt bald hoffentlich von uns gesnickt werden wird. Jetzt geht es in diesen kurvigen Endsektor und natürlich würde ich den schnell überholen, weil ich halt auch so ein bisschen drauf aufbaue, dass wir da auch ganz, ganz schnell vorbeikommen. Jetzt aber müssen wir uns da mal hinten anstellen, der Exit hier zählt. Und dann gucken wir uns das Ganze mal an. Jetzt geht es also im Windschatten an Chano dran. Wir setzen uns hier neben ihn und es funktioniert. Wir bleiben hier oder wir gehen jetzt mal auf den vorletzten Platz nach vorne. Und da gehen tatsächlich der ein oder andere an die Box. Auch ein McLaren. Mal schauen, ob das funktionieren könnte. Ich meine, es waren da jetzt schon fast 4 Sekunden zu der Spitze. Also das wird eher nichts werden. Vielleicht aber eine große Überraschung mit Perez. Bin mir aber nicht sicher, ob der weitergefahren ist. Na, Max Verstappen war drin, okay. Das werden wir dann erst in der nächsten Runde erleben. Und mit jeder Runde ist es natürlich auch ein bisschen einfacher für uns, da vielleicht dran zu kommen. Ob mir kommt vor Verstappen raus, das ist natürlich nochmal ein großer Pluspunkt, weil der kann da jetzt doch das ein oder andere Jahrzehntelchen gegen Verstappen oder halt für uns da rausholen. Jetzt aber mal natürlich Full Focus, wenig ERS hier übergeblieben, 3% Reifen, also das hält easy going aus bei nur noch 7, sagen wir mal, und der Rest von dieser Runde. Jetzt gucken wir uns hier mal den Overtake gegen Chano Obmir an und ich liebe diese Strecke. Tatsächlich Spa einfach eine perfekte Strecke. Ich bin ein riesen Fan davon und ich freue mich immer wieder hier ein Rennen fahren zu können, weil halt wirklich diese Strecke ist so genial, so spaßig und du hast halt auch wirklich ich habe da wirklich immer Freude dran, hier fahren zu dürfen. Habt eigentlich auch wieder Bock auf die alten Senna-Karriere, schreibt es gerne rein. Jetzt wird natürlich mal diese Season zu Ende gefahren und ich will auch hier langfristig weitermachen, weil halt wirklich, das macht halt wirklich unnormal Bock, Audi. Und ich hoffe, und ich sehe es ja auch an den Zuhörerzahlen, dass das auch ordentlich Bock macht. Jetzt geht ein Riesenbruchteil, okay, alle vor mir gehen an die Box und wir stehen alleine da. Bekommen wir das DRS? Nein, leider nicht, das ist sich nicht ganz ausgegangen. Jetzt ist aber auch mein Teamkollege und vor allem natürlich auch Sergio Perez drin. Das wird ganz, ganz knapp, Leute. Wir gehen hier an der ersten Kurve vorbei und Perez bleibt zwar vorne, aber deutlich hat der an Vorsprung einstecken müssen. Das waren über 2 Sekunden. Und jetzt ist der Mann 6 Zehntel vor uns. Apropos, auch Max Verstappen hat ordentlich anstecken müssen. 3,7 Sekunden, aber ich glaube, da lag es eher an einem verhunzten Boxenstopp. Im Windschatten saugen wir uns hier jetzt an Perez dran und ziehen erneut auf die 338 km/h, bevor wir hier links ausscheren und am Mexikaner erneut vorbeigehen. Das wäre aktuell der 4. Platz, Leute. Und was wäre das für eine Sensation, beide Red Bull und sogar den Mercedes zu schlagen. Wir gucken uns das hier natürlich direkt mal an. Rouge, Radillon rauf, Full Speed, hier die Kurve schön geschnitten. Keine Track Limits, guckt euch das mal an. Oh mein Gott, Leute, es ist so geil, diese Aufnahmen hier in Spa zu sehen. Ich hoffe, ihr wiped da genauso mit mir mit. Während wir hier uns dann auf der Camel-Geraden ran sorgen, immer näher kommen, dann macht er natürlich, ich zupfe ganz leicht nach rechts, jetzt schert er nach rechts aus und wir können uns hier tatsächlich, da war es leicht über den Körper drüber, aber wir waren auch schön vorbei und es gab da, so würde ich mal sagen, glücklicherweise keine Verwarnung. 10. Runde, Leute, wir haben es bis jetzt mal geschafft, Perez immer hinten zu halten. Das, Zauberwort ist auf jeden Fall Camel Straight, weil ich es tatsächlich auch immer wieder schaffe, so 20-25% ERS zu haben. Gelingt es mir auch immer wieder, Perez in Schach zu halten. 4,4 Sekunden Piastri finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Jetzt geht es hier wieder rauf, Rouge, regnen tut es noch nicht, aber es ist zusehend bewölkter geworden. Das könnte natürlich auch ein Anzeichen darauf sein, dass der Regen bald kommen wird. Denn jeder weiß, 15 durch 5 ist 3 und ein Drittel, das wird knapp. Hier gehen wir noch einmal knapp vor und da wird es gelb. Da hinten wird ein Alpine. Glaube ich, wird da langsamer. Wir gucken uns das natürlich sofort in der Replay an. Und da wird tatsächlich der Pierre langsamer. Aber es ist noch nicht hier zu sehen. Warum sieht man hier nicht, dass es ein Motorschaden ist? Hier haben wir das Ganze dann nochmal von der Anbordsicht. Kein Plan, warum hier. Ja, weiß ich nicht. Esteban Ocon war es. Okay, sorry. Dachte zuerst der andere wäre es. Okay, die sind so ähnlich, die zwei. Esteban Ocon, hier haben wir noch einmal die Bestätigung. Oscar Piastri 4,4 Sekunden vor uns, aber Perez wird zunehmend schneller. Der kommt jetzt wirklich immer näher dran. Ich beginne hier leicht so ein bisschen ins Rutschen. Ja, das ist die eine Runde.
Das ist jetzt kein großer Unterschied vom Reifen hier, aber natürlich hat Perez immer noch das klar schnellere Auto. Das Problem wird halt sein, umso länger wir hier quasi den Bremsklotz machen, umso schwieriger wird es werden. Wir springen in Runde Nummer 12 und es hat bereits zu pröppeln begonnen. Ja, es ist eher schon so ein Nieselwetter. Wir gehen hier auf Rouge rauf und ich fahre wie auf Rhone ein, weil der Alpine, weil der Audi hier tatsächlich Riesenprobleme hat in diesen Mischverhältnissen. Das habe ich auch schon das ein oder andere Mal gemerkt, dass wir hier echt, wenn wir mit Slicks noch ein paar Runden auf feuchter Strecke fahren müssen, dass wir da echt Probleme bekommen. Hier seht ihr auch, wir rutschen hier rum, während wir hier ab in der 13. Runde sind und ja, Max Verstappen ist jetzt mittlerweile auch schon hier angekommen und ich habe hier so einen kleinen Zug hier anfahren. Der Hamilton ist noch ein bisschen weiter weg, aber das lässt natürlich nicht mehr auf sich lange warten, bis die dann in Angriff wagen. DRS ist glücklicherweise disabled. Jetzt haben wir das Ganze, der rutscht auch neben die Strecke. Ja, disabled, aber das kann natürlich ganz, ganz schnell hier ausahnen. Wir springen in die 14. Runde, Leute, und hier passiert's. Wir rutschen hier neben die Ideallinie, muss einmal die Lenkung aufmachen und Perez, ja, der fährt, wie wenn wir einfach Trockenbedingungen hätten. Das ist tatsächlich ja nicht schaffbar für mich gewesen und das sind halt gerade diese Bedingungen. Ich muss hier teilweise durchrollen, TSC-Mittel selbst schalten, selbst bremsen und natürlich auch KI auf 97. Das ist dann wirklich, ja, guckt euch das mal an, wie der da einfach einmal wegziehen kann. Das ist dann halt auch echt dieses klare, ja, KI-Überdefizit. Finde ich natürlich ein bisschen einerseits blöd, weil in der echten Formel 1 ist es halt so, dass jeder Probleme unter diesen Bedingungen hat und da schaut es halt wirklich nur so aus, als ob wir als schlechtes Team in, ja, in diesen schlitzigen Bedingungen da nicht fahren können. Wir gehen also hier in Bus-Stop rein und sind mittlerweile in der letzten Runde angekommen. Max Verstappen holt sich hier, probiert es hier mal innen, das kann nicht ganz, hat nicht ganz geklappt. Perez, ja, der ist auf und davon. Und hier erneut ein Kiesbett-Rutscher-Fehler. Ja, unter Druck passieren natürlich viele Fehler. Wir haben jetzt Charles Leclerc, Max Verstappen, Lewis Hamilton. Alle probieren es hier und wir gucken uns das hier noch einmal an. Hier geht es dann auf die Kemmelgeraden und ja, Max schießt sich hier an mich dran. Ich hatte hier wenige Races, ihr seht es auch am Defizit. Ich blinke ein bisschen. Aber da können wir es gerade noch so halten. Spät hier uns entschieden einzulenken und auch spät gebremst. Da rutsche ich auch ein bisschen rein in die Kurve. Aber das war gerade noch knapp so und hier loten wir dann alle Track Limits aus, die es so gibt. Und wir können uns da tatsächlich vorne halten. Wir springen in die Blanchimont-Schikane hier rein, bevor wir in Bus-Stop reingehen. Ja, 4,2 Sekunden. Perez jetzt am Schluss voll am Gucken gewesen. Aber mich juckt es nicht, weil für mich war das tatsächlich eines der besten Rennen, die ich persönlich jemals gefahren habe. Fuck, 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 fuck. Rechts hat es gereicht für den 5. Platz wenigstens noch. Hat's, ja, hat gereicht. Glücklicherweise, Leute. Jetzt mal zur Siegerehrung und wir holen wichtige 10 Zähler hier. Und da ist er. Lando Norris überquert die Ziellinie und holt sich den Sieg. Und das sind jetzt 3 Siege in Folge, Sascha. Da hat jemand den Fehdehandschuh geworfen. Sie sind jetzt da draußen. Jetzt gibt es ein neues Ziel, jemanden, den es zu schlagen gilt. Jetzt zählen Energie und Schwung. Die Fahrer sind auf dem Weg hinaus zur Siegerehrung mit McLaren an der Spitze. Gratulation an das gesamte Team für diese fantastische Leistung. Hier gucken wir uns noch einmal das Final Klassement und 10 Punkte, Leute. Es gab lediglich Perez, Russell, Piastri und Norris, der vor unser Ziel gekommen ist. 51 Zähler, sprich wir sind 30 Punkte hinter Lohns. Ich will jetzt auch nicht da unbedingt der Weltmeister werden, das ist auch unschaffbar. Aber das Gute ist tatsächlich, dass wir uns einen kleinen Polster zu den Alpine-Jungs geschaffen haben, was natürlich auch im ein oder anderen Rennen ja durchaus Sinn machen könnte.
Niederlande kommt noch, es kommt noch Brasilien. Das sind halt alles so Downforce-Strecken, wo das Audi Auto bestimmt nicht gerade zu den Favoriten zählen wird. Da muss ich ehrlich gesagt anlenken, oder muss ich ehrlich gesagt, das muss ich zugeben. Perez, Hamilton oder Russell, ja, dann nehmen wir Perez, aber schlagen werden wir die alle nicht können. Also das ist ganz klar. Neuer Sponsor ist gefragt, nehmen wir uns wieder den alten, hier schließt sein Rennen ab ohne... Ja, das ist halt immer dumm, ohne einen Schaden zu nehmen, weil da kannst du halt wirklich auch kaum Einfluss drauf nehmen. Wenn du einmal gegen den Mortic, das siehst du dann teilweise nicht. Ab in die Top 10, das ist, glaube ich, immer mein Ziel. Und ich würde mal sagen, die Weltmeisterschaft sieht sehr, sehr ordentlich aus. Da freue ich mich auch echt drauf. Mal gucken, ja, Motor ist noch alles okay. Hier haben wir 1700 Punkte und das meine ich halt. Es ist immer aus Chassis was. Chassis ist immer ausgelastet. Wir sind hier einen halben Zentimeter hinter dem letzten Team und können uns nie in Chassis irgendwas kaufen. Aber ich hoffe, das wird sich die nächsten Rennen ändern. Morgen oder übermorgen geht es dann nach Dutch, nach Belgien, nach Niederlande. Ich hoffe, ihr seid auch dabei. Abonniert gern kostenlos den Channel, schaut auf Instagram und auf TikTok vorbei. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zugucken und ciao.